Peter Thiele ist Chefreporter Politik bei Bild und natürlich auch bei Bild TV. Er ist derzeit noch einer der wenigen westlichen Journalisten, die sich in Moskau aufhalten. Peter Thiele, wir haben zunächst einmal die Frage zu klären, sind Sie in Ihrer Wortwahl für dieses Interview eingeschränkt? Ja, ich bin ganz klar eingeschränkt. Ich kann als Reporter nicht frei sprechen. Also es gibt einfach Themen, die ich aussparen muss. Das sind die sogenannten Sondereinsätze, die das russische Militär in der Ukraine fährt. Ich kann das Krieg nennen, ich kann es aber zum Beispiel nicht kommentieren. Ich kann nichts über den Kriegsverlauf sagen, jeweils nicht aus westlicher Sicht. Ich könnte jetzt das sagen, was der Kreml sagt, was der verlautbart wird. Aber das, was bei uns als Wahrheit gilt, kann ich aufgrund des neuen Gesetzes, das Fake News bis zu 15 Jahren unter Strafe stellt, schlicht und ergreifend nicht sagen. Ja, dann übernehmen wir das jetzt hier sozusagen von unserer Seite aus. Wir zeigen zunächst einmal Bildmaterial aus einer Reportage von Ihnen, die in der Bildmediathek zu sehen ist. Kennen Sie das? Stopp. Das ist Kiew. Das passiert gerade in der Ukraine. Gerade jetzt. That's in Ukraine. Right now. With the Russian troops here. Das brauchen Sie mir gar nicht zu zeigen. Das sind nur Fakes. Nein, nein. Sie brauchen mir gar nicht Nein zu sagen. Kein Fake, kein Fake. Warum haben Sie 8 Jahre lang nicht beachtet, was im Donbass geschehen ist? Donbass, als ihr gemordet habt. Das ist Kiew. Tausende Menschen in Kiew. Kiew, Kiew, was ist das schon? Sollen sie doch abhauen, diese Ultranationalisten. Nationalisten? Frauen und Kinder. Und wer ist schuld dran? Die Amis doch wohl. Und zeig das doch den Amerikanern. Und wir befreien die Ukraine von diesen Ultranationalisten. Habt ihr das verstanden? Ihr hättet schon 8 Jahre lang im Donbass berichten müssen. Und jetzt zeigt ihr mir sowas. Das passiert in diesem Moment, hat mein Kollege gefilmt. Vielleicht ist es ein Fake? Nein, das ist von meinem Kollegen. Ich kann es Ihnen zeigen. Ich kann Ihnen das Ganze zeigen. Hier können Sie es sehen. Es ist von unseren Kollegen. It is from our colleagues. Ich glaube das. Das ist furchtbar. Awful. Yeah, it's awful. Sprechen Sie Englisch? Englisch? Dokumente? Peter Thiele, ist eine solche Reportage heute noch für Sie möglich? Nein, definitiv nicht mehr, weil das, was ich da gezeigt habe, die Bilder, die ich gezeigt habe, fallen hier unter Fake News. Das, was ich gesagt habe, fällt unter Fake News und das wäre ganz klar bestraft mit entweder mit einer immensen Geldstrafe oder halt direkt mit Haft. Nun ist natürlich die Frage, können Sie im Nachhinein noch dafür bestraft werden, weil das Bildmaterial ist ja weiterhin online verfügbar. Nein, das haben wir zumindest, hat die deutsche Botschaft versucht, das herauszufinden und auch andere Kollegen, die mit russischen Stellen hier gesprochen haben, nach der Auskunft, die wir haben, nein. Jetzt muss man natürlich sagen, Sie wissen auch, Bild haftet ein gewisser Ruf an, was die Seriosität von Nachrichten betrifft. Sie werden natürlich, wenn Sie in Deutschland durch eine Fußgängerzone laufen, werden Sie natürlich auch Passanten finden, die keine Ahnung vom Krieg in der Ukraine haben. Was macht Sie sicher, dass das nicht einfach nur eine zufällige Stichprobe war, was wir da gesehen haben? Weil ich seit 2 Wochen in dem Land unterwegs bin und mit so vielen Leuten rede und teilweise auch am Verzweifeln bin und kurz davor bin, wirklich Leute, Gesprächspartner, Leute, die ich sehr, sehr lange kenne, zu schütteln und denen zu sagen, Leute, es ist kein Fake, ihr müsst das glauben und es ist Alltag und das ist wirklich, wir haben es ja auch nicht ausgewählt. Also wir haben auch die Leute, die da keine Ahnung hatten, wir haben es ja nicht ausgewählt, es ist alles da drin, es sind alles, alle Leute, die wir gefragt haben, das hat etwa 10, 12 Minuten gedauert, was wir da gemacht haben, es sind alle drin, es ist auch keiner rausgeschnitten worden. Bis auf 2, 3 Leute, die halt einfach weitergegangen sind. Aber die, die sich uns gestellt haben, die geantwortet haben, die sind da einfach drin. Und das ist tatsächlich auch ein Spektrum. Es ist eher so, dass mehr Leute sagen, das ist alles fake. Also die Frau, die da zum Anfang zetert und mich beschimpft, das ist eher die Realität. Nun kommen ja am Ende dieses Ausschnitts, den Sie für Bild TV zusammengestellt haben, kommen ja dann russische Sicherheitskräfte dazu. Jetzt könnte man sagen, das ist ein dramaturgisches Element, damit die Berichterstattung von Bild dann noch entsprechend aufgewertet wird. Oder wie ging es tatsächlich weiter? Nein, also die kamen, wir haben dann unterbrochen. Und also wir sind dann schlau genug, dass das nicht alles weiter aufgezeichnet wird, weil die Kamera geht dann in dem Moment dann auch schlauerweise aus. Soweit sind wir eingeschränkt, dass wir da nicht filmen können. Aber das Ende, und das habe ich dann auch in Schalten erzählt,
was dann was passiert ist, weil es nicht zu sehen war, dass der Polizist, der eigentlich da steht und vier, die, da ist eine Polizeistation aufgebaut mit einem Bus, da wird 24 Stunden am Tag, werden dort jeden Tag junge Leute verhaftet oder festgenommen, die aus der U-Bahn-Station kommen und zu dritt rumstehen, weil das ist ein beliebter Demonstrationsort. Und dieser Polizist, der den ganzen Tag über nichts anderes macht, als solche Leute festzunehmen, hat sich, dem habe ich dann die Bilder auch gezeigt, dann stiegen dem die Tränen in die Augen. Und dann hat der gesagt, gut, also die Leute, die nicht mit euch reden wollen, bitte nicht bedrängen. Und die anderen fragt einfach, ist es gut? Und das war tatsächlich für mich einer der berührendsten Momente, weil selbst dieser knüppelharte Hund erkannt hat, dass da etwas passiert, dass da Frauen und Kinder auf der Flucht sind und dass es das eigentlich im 22. Jahrhundert nicht geben dürfte. Es hat zu Beginn der Berichterstattung von Bild TV hat es kapitale Fehler gegeben. Wir blenden das hier noch einmal ganz kurz ein. Aus Ihrer Sicht als Reporter, wie kann es zu sowas kommen? Vielleicht zwei Sätze dazu. Das ist schlicht und ergreifend, dass am Anfang auf eine sehr, sehr junge Redaktion, das muss man sagen, das ist eine kleine Redaktion Bild TV und da sind auch viele junge Leute mit dabei. Und da kam eine Bilderflut und in dieser Bilderflut, die da kommt über die sozialen Netzwerke und über Agenturen, sind, glaube ich, in Summe zwei Videos durchgerutscht, die reingekommen sind. Das ist sofort korrigiert worden. Danach ist komplett umgestellt worden. Da ist dann gesagt von, okay, Leute, jetzt nicht Geschwindigkeit. Langsamer, 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 lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde oder manchmal auch einen Tag später sein, aber lieber verifizieren. Also Sorgfalt vor Schnelligkeit gewissermaßen. Ja, und das war vorher auch schon so, aber da war man immer noch, komm, es ist Krieg, es geht los und da ist man dann in einem Tempo drin und da sind dann die Zügel angezogen worden, es sitzen noch mehr Kollegen da. Und man muss dann am Ende des Tages schlicht und ergreifend sagen, und sind zwei Videos durchgerutscht, das macht dann am Ende vielleicht 99% aus, die dann tatsächlich richtig waren. Und natürlich haftet uns als großer Marke dann immer der Makel an, da haben sie gefaked. Und das ist dem armen Paul Ronsheimer voll um die Ohren geflogen, der da gar nichts, überhaupt nichts dafür konnte, weil der stand da, der hat reportiert, der weiß nicht, welche Bilder dann im Split neben ihm laufen. Das ist dann passiert, das ist bedauerlich, das ist auch fürchterlich, aber es ist am Ende des Tages, ist es wirklich verschwindend gering, es liegt nur einer Marke wie uns komplett um die Ohren. Nun ist ja natürlich die Frage, vielleicht ganz kurz, hat Ihnen das noch zusätzlich die Arbeit erschwert vor Ort? Vor Ort nicht. Das ist dann eher in den sozialen Netzwerken und dann geht man da halt zwei Tage mal bei Twitter weniger vorbei. Es gibt andersrum ja auch Fakes, die über uns verbreitet werden. Also es gibt auch in Social Media eine Schalte von mir, wo ich erzähle und wo dann ein Video gezeigt wird von einer verschneiten Autobahn, wo irgendwelche Flugzeugtrümmer rumliegen. Das ist nachträglich reinmontiert worden. Da ist auch nicht unsere Typo drin. Da ist die Schrift ist zwar ähnlich, aber es ist nicht unsere Schrift. Und da ist einfach ein Ausschnitt aus einem Star Wars Video reinmontiert worden. Und das wird uns auch angelastet. Aber ja, da guckt man mal kurz mal bei Twitter weniger vorbei. Nun ist es ja so, man erwartet von Bild natürlich, dass sie anders in eine Kriegsberichterstattung einsteigt, als es ARD und ZDF tun. Wir blenden jetzt hier gerade mal eine Titelseite von der Bild ein, wo es heißt, wir gegen Putin. Ist das etwas, wo man sagen kann, da verlässt Bild letztlich auch die ja, scheinbar neutrale Position der Berichterstattung und wird letztlich auch durch eine der Aktionen, wie Sie sie gemacht haben, mit dem Handy den Passanten die Bilder aus dem Krieg zu zeigen, selber zum Akteur, selber zum Aktivisten. Wo verläuft da für Sie die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus? Also ich glaube, dass man, also wir sind Boulevard und der Boulevard tickt anders. Und der Boulevard ist, wenn es laut geht, lauter und wenn es irgendwie leise geht, sind wir leiser. Das ist immer beim Boulevard so. Ich habe mal gesagt, wir schlagen Breschen und wir gehen dann als Erste durch und hinter uns kommt dann die FAZ und die Süddeutsche und tingeln hinterher, sind aber froh, dass wir die Bresche reingeschlagen haben. In so einem Fall, wenn ein Land, das sich auf den Weg nach Westen gemacht hat, überfallen wird im 22. Jahrhundert, wer da Neutralität vorheuchelt, man kann fast nicht neutral sein. Und der Kreml zwingt uns ja im Prinzip auch dazu, nur die eine Seite zu zeigen, weil die andere können wir ja gar nicht zeigen. Wir können ja von hier aus nicht berichten. Wir können über den Krieg nicht berichten. Und jetzt ist die Ukraine ja nicht plötzlich angegriffen worden, sondern die Ukraine ist 2014 schon einmal angegriffen worden. Und eine der Medienmarken, die permanent darauf hingewiesen hat, die permanent vor Ort war, war Bild. Und wir haben immer davor gewarnt, dass das wieder passiert. Und wenn wir dann sagen, wir gegen Putin, dann meinen wir ja nicht Bild, dann ist nicht Bild gegen Putin, sondern es war tatsächlich, der Westen ist aufgestanden. Der Westen hat sich vereint gezeigt wie nie. Und dann ist ein Wir auch erlaubt.
Sie haben ja beim Springer Verlag immer wieder ARD und ZDF sozusagen in der Kritik, legen sich sozusagen mit dem öffentlich-rechtlichen System entsprechend an. Jetzt sind ARD und ZDF aus Russland raus, Sie sind noch da. Ist das etwas, wo man ja so eine Art Triumph empfindet, oder können Sie sich das da verkneifen? Also hier ist Triumph, ist hier völlig falsch am Platz. Ich bin noch nie ein Freund davon, auf Journalistenkollegen loszugehen. Vor allem nicht in so einer Situation. Da ist man zusammen in einem Boot und wir saßen alle zusammen in einem Sicherheitsbriefing der Deutschen Botschaft und haben uns angehört, was dieses neue Mediengesetz zu bedeuten hat. Das, ich sage es mal vorsichtig, ich kann einige Kollegen verstehen. Ich kann verstehen, dass man Sorge um seine russischen Ortskräfte hat. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass der Kreml einmal Wuff macht und dann alle laufen weg. Ich finde schon, dass man noch ausprobieren muss, ob man irgendwie klarkommt. Dass jetzt Deutschlandradio aus Warschau berichtet, ich glaube nicht, dass das die Berichterstattung besser macht. Also was kann man aus Warschau berichten, was nicht der Kreml schreibt oder was nicht wir schreiben? Was kriegt man? Gut, man hat dann Quellen vor Ort, aber man kriegt das Gefühl dich nicht mit. Ich habe wirklich keinen Triumph. Ich habe Verständnis dafür, dass Kollegen Angst haben. Ich habe Verständnis dafür, dass sich große Studios um ihre Ortskräfte sorgen. Ich habe aber kaum Verständnis dafür, dass man einfach komplett abzieht. Weil es ist ein historischer Moment. Und wir haben auch eine Berichtspflicht. Und selbst wenn es nur ist, wenn wir hier sitzen und gar nicht berichten können, aber unseren Studios, unseren Kollegen Gefühle, Eindrücke, Stimmungen mitteilen können, selbst dann ist es noch gerechtfertigt zu bleiben. Da muss man sich einschränken. Das ist unglaublich hart. Also ich erzähle ein Beispiel von heute. Wir sind einfach, weil es so einen Sanktionsdruck auf McDonald's, Kentucky Fried Chicken und auch Burger King gibt, haben wir uns heute vor die erste McDonald's-Filiale gestellt und da gedreht. Und dann war in der Nähe, wartete die Polizei auf irgendwelche Demonstranten. Da ist es brenzlig, da müssen wir uns überlegen, wohin wir die Kamera drehen. Die können wir nicht zur Polizei drehen. Ich kannte den Pushkin auf dem Denkmal dahinter nicht zeigen, weil da die Polizei war. Da sind wir komplett eingeschränkt. Aber man muss bleiben, man muss berichten. Und das sind wir auch unseren Lesern und den Zuschauern und auch den Russen selber schuld. Herr Tiede, letzte Frage. Wann kommt für Sie der Punkt, wo Sie sagen, jetzt reicht es auch für Bild, wir gehen raus aus Russland? Wenn die Repressalien richtig deutlich wären. Also das spürt man. Wenn es so weit kommt, dass wir die erste Verwarnung kriegen, dass wir hier irgendwie vor Gericht kommen, dann sind die Exitpläne da und dann verlassen wir das Land. Aber da sind wir noch meilenweit von entfernt. Peter Tiede, wenn Sie es mir gestatten, aus dem sicheren Poolheim bei Köln, passen Sie auf sich auf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Danke, mache ich, versprochen. Bis dann.